Viel Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, das sage ich immer. Nee, natürlich nur das Beste, dass es weiterhin so gut läuft. Weiterhin viel Erfolg, mindestens noch mal 10 Jahre. Ja, und dass einfach ständig eine weitere Entwicklung stattfindet. Ich wünsche der LAG weiterhin so viel Erfolg, wie sie jetzt schon hat. Ich kenne nur die Männer, aber die Arbeit kenne ich nicht. Ja, ich bin ja dabei, ich bin ja Teil davon, deswegen mir fällt das als Ersten auf, dass sich da was verändert, dass sich da was tut. Ja. Haben Sie da Beispiele? Viele, aber nicht jetzt hier vor der Kamera. Okay. Naja, es tut sich ständig was. Also ich kriege ganz viele Programme irgendwie, die ich weiterleite. Von daher fällt mir mal auf, wenn was Neues kommt. Ab und zu darf ich auch als Referent tätig sein, das fällt mir dann auch auf. Dann fällt mir auf, wenn es Stellungnahmen gibt und wenn ich aus Sachsen Projekte in anderen Seminaren habe, die dann irgendwie erzählen, dass sie begleitet worden sind von der Fachstelle. Ich arbeite selbst im AK Jungmed in Chemnitz und wie gesagt, wir haben ja regen Fachaustausch mit dem Peter Wild und von der Seite, denke ich mal, kriegt man da immer was mit, dass das halt stetig gewachsen ist. Es ist eine stetige Entwicklung, das ist spürbar, wir sind im Prozess. Was Männer brauchen? Männer brauchen vor allen Dingen die Muße, in Ruhe 10-jährige Jubiläen feiern zu können. Ich glaube, Männer brauchen ganz viel Verschiedenes. Was Männer vor allem brauchen, ist eine Möglichkeit, sich mit den Männlichkeitsanforderungen auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, untereinander und auch vor Dritten. Das, finde ich, brauchen Männer. Halt, Sicherheit, Anerkennung, Zukunftsperspektive. Wir haben ja vor uns ganz viel darüber geredet, dass irgendwie Bilder oder Positionen eingenommen werden, um irgendwie Macht zu erhalten, Macht zu erlangen. Ich wage zu behaupten, dass das bei beiden oder bei allen Geschlechtern, die verfügbar sind, so ist. Von daher stellt sich mir schon die Frage, also ich glaube Männer, oder es geht um eine Suche nach Macht, Machterhalt, und es ist die Frage, ob man das jetzt will, unterstützen will, ob man damit behilflich sein will. Also ich glaube, dass das zumindest die Suche ist, die Männer sich selber stellen, wie sie Macht erhalten können. Oh, das ist eine schöne Frage. Und ich glaube, dass das gar nicht zu verallgemeinern ist, was Männer brauchen, weil ich sehe Menschen vor mir, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, unabhängig vom Geschlecht. Okay, vielen Dank.